Unterwegs mit der Eisenbahn von Wien nach Bratislava. Oder wie die Wiener sagen, nach Pressburg. Es geht über die March, den Grenzfluss zwischen Österreich und der Tschechoslowakei. Kein Wachturm mehr, kein Stacheldraht. Gemeinsam kontrollieren österreichische und tschechoslowakische Schaffner die Fahrkarten. Fahrkarten? Ach, nein, ich hab's ja nicht, du hast es. Ich hab's ja nicht. Jawohl. Ich hab's nicht. Wir haben es auf einen. Aber geh weiter, Mutter, du hast es in der Tasche drin. Ich hab's nicht. In deiner Tasche. Wirklich? Da hast du es ja. Fahrkarten hat ja, er verlangt. Fahrkarten. Die Fahrkarten hat er verlangt. Nicht? Ja, gut. Das siehst du. Da sind's. Fast wie zu Zeiten der seligen Elektrischen. Slowaken fahren nach Wien, Wiener nach Pressburg. Warum? Weil ich gelegentlich einkaufe. Und zwar ganz besondere Sachen, zum Beispiel große Sektflaschen, kaufe ich eine ein, das ist. Dann gibt es in der Markthalle die Trüschnitzer Hass. Mir gefällt es dort. Ich werde so erinnert an meine Kindheit. Und was mir so besonders gefällt in Pressburg, und darum fahre ich im Monat zweimal, dreimal runter, das sind keine Tschuschen. Wissen Sie, wie mir das gefreut, keine Tschuschen? Tschechen? Ich hab gearbeitet drin. Wissen Sie, der Tschech ist ein eigener Mensch. Sie dürfen mir nicht vertrauen. Wenn sie mit ihm ins Wirtshaus saufen gingen und Karten spielen, ich hab drin gearbeitet ein halbes Jahr. Ist aber ein Kumpan, ein angenehmer Kumpan. Nicht? Und unter uns gesagt, dass er Hurensweg da mit den Frauen war es recht angenehm drin. Ja, schauen Sie, war drüben, da war noch tiefste Volksdemokratie. Nicht? Da hat man ja noch das und jenes geschenkt. Man natürlich, Sie werden wahrscheinlich glauben, ich habe es nur auf das eine angesehen. Es war schon eine Freundschaft da, nicht? Aber es war für uns, wir haben ja Geld gehabt damals, da war, und die haben, beziehungsweise die haben keins gehabt. Nicht? Wir haben ja noch das und jenes gekauft oder gebraucht. Naja, das ist ja eine Mentalität halt, und unsere auch. Warum fahren Slowaken nach Wien? Das haben wir für unseren Sohn gekauft. Wir wollten noch Kinderspielzeug kaufen. Doch das ist unbezahlbar, leider. Wenn unsere Krone so viel wert wäre wie der österreichische Schilling, dann wäre es gut. Waren Sie das erste Mal in Wien? Das zweite Mal. Gefällt Ihnen Wien? Es gefällt uns sehr. Aber leider sind die Wiener zu uns Slowaken sehr unfreundlich. Wenn man zum Beispiel in ein Geschäft kommt, spürt man, wie man misstrauisch beobachtet wird, beziehungsweise sie kontrollieren, ob man auch wirklich bezahlt hat. Wir mussten noch einmal zurückgehen und nachweisen, dass wir bereits bezahlt haben. Welche Gefühle hatten Sie, wenn man Sie so verdächtigt? Wir waren böse, das ist klar. Im ersten Moment kommt Nervosität. Dann haben wir uns beruhigt. Was soll man schon machen? Auch Herr Karol Belak fährt nach Bratislava. Als 27-Jähriger flüchtete er und fand eine neue Heimat in München. Wie lange war Herr Belak nicht mehr zu Hause? 42 Jahre hatte ich meine Mutter nicht gesehen, meinen Vater, der war schon inzwischen gestorben. Und dann, als die Havel-Revolution glückte, da ging ich schauen, was mit meiner schönen Stadt geschehen ist. Also Misere
Non plus ultra. Katastrophe exzellente, wie meine Frau sagt. Mein Gott, das war so eine schöne Stadt. Elegant, charmant. In meiner Jugend, die ich da verbrachte. Und jetzt Pompeji. Pompeji. Nach einer Stunde und 10 Minuten Fahrzeit Ankunft in Bratislava. Am nächsten Morgen Spaziergang mit Karol Bjelak in Bratislava. Er zeigt uns die Plätze seiner Kindheit und Jugend. Ja. Nur so wie wenn Sie in die Vergangenheit zurückkehren. Da? Da wohnte ich in einem Haus, das war damals jung und herrlich. No, und jetzt von draußen ist es auch verkommen, schmutzig. Da bin ich geflüchtet, als die Polizei kam, mich zu fangen. Ich war wirklich Journalist. Und eines Tages waren sie da, da bin ich geflüchtet, wie ein Akrobat, durch das Fensterchen, Waschraum, über ein Dach und runter. Naja. Mein Gott, da bin ich 100 Mal gegangen. Zum, das ist das Ratshaus. Altes, schönes Gebäude. Was da schön ist, das ist, das stammt alles aus der Steigungarn. Ja? Schade, um das Alte Reich. Wenn es gehalten werden konnte, na, konnte nicht. Zeit ist unbarmherzig. Da war während, das waren die letzten Tage von Dubček-Ära damals. Ja. Kam Brezhnev und Ulbricht und die ganze Garnitur, der Papa, der internationalen Papalaschi. Bruder, Küsse und in 3 Tagen Invasion. Sind Sie, am Ende reicht die Gewalt allein nicht. Hinter der Gewalt muss doch irgendwie ein Geist stecken. Naja, das ist ein Trost für uns Demokraten. Karol Bjelak hat als junger Mann den Westen gewählt. Der Preis aber war hoch. Erst 1989, nach dem Umsturz, hat er als alter Mann seine Mutter zum ersten Mal wiedergesehen. Sie erkennt mich nicht. Sie hat mich in den 2 Jahren gar nicht erkannt. Sie schaute auf mich. Mein Gott. Ja, und dann konnte mit ihr nicht sprechen. Sie hört nicht. Sie ist absolut taub. Da habe ich geschrieben, ja, wer ich bin. Da hat sie gelächelt. Nein, als ich sagte, geschrieben habe, ich bin Karol, schaute sie mich an und sagte, damals konnte sie noch besser sprechen als jetzt, sagte, mein Sohn nannte sie auch Karol. Haben Sie Schuldgefühle? Das ist das Einzige, was mir wehtut. Wenn ich gewusst hätte, was mit meiner Mutter wird, ich weiß nicht, ob ich gegangen wäre. Für Karol Bjelak eine lange Reise, zurück in die Kindheit. Für andere ein billiger und kulinarischer Tagesausflug. Hier geht es nach Ramsteg mit Mischgemüse und dann Petersilie. So eine Edelbrühsuppe war sehr gut. Ein Leibbraten habe ich gegessen. Wie das Gas, ich weiß nicht. Und die Burgund-Palatschinken. Ja, Suppe, ja, Hühnersuppe, man kommt mit nur 100. Und Palatschinken habe ich auch noch gegessen. Ja. Also Suppe habe ich auch gegessen. Ein Rindbraten, ein Rindsendenbraten war sehr gut, muss ich sagen. Das war aber wirklich viel Fleisch und das drin, das war fantastisch. Und dann haben wir Punktwarbier. Und ein Bier dazu. War super. Ein Wodka, ja, der Wodka war das, ja. Der war super auch, ja. Das stelle ich noch her. Ja, und hohen Blutdruck, ich darf überhaupt keinen Alkohol trinken. Ein Punktwarbier dazu. Und ein Becherowka. War sehr gut. Hat uns geschmeckt. Du weißt fast zu viel. Fast zu viel. Ich kann nicht so viel. Zurück nach Wien. Auch der von seiner Frau verlassene Hausmeister Franz Repkowski.
Das Schicksal hat es mit ihm nicht gut gemeint. Da hat sie mit den Männern die Schlechten. Ja, ja. Ja. Dabei sind die Frauen im Großen und Ganzen gesehen. Wieso? Na sicher. Weil so hinterhältig und gemein und so verlogen wie eine Frau, kann er mal gar nicht sein. Das gibt's gar nicht. Kann man gar nicht vorstellen. Als eine Frau ein Jahr lang vom Freund immer heimkommt. Also das Mann hätte ich schon längst verraten. Wenn ich meine Frau jemals betrogen hätte, hätte ich mir sicher verraten. Wenn ich blätter Hund, ich hab's nicht da. Doch alsbald spült der billige slowakische Champagner die trüben Gedanken des Franz Repkowski hinweg und so etwas wie Hoffnung kommt auf. Hauswart aus Wien, geschieden, sehr einsam, sucht liebendes Herz. Mollig ist schön und liebenswert, Kind kein Hindernis. Und was vor 3 Jahren noch undenkbar war und unmöglich schien? Mädchen aus Bratislava fahren täglich um 6 Uhr früh nach Wien in die Schule. Seit wann studiert sie? Seit September. Ja. Ist das, macht das Spaß? Ja, das ist eine tolle Schule. Was ist so toll dran? Alles, also wir lernen alles, also Steno, Rechnungswesen, BWL und auch Nähen, dann werden wir kochen lernen und alles. Also, das erste Jahr ist schwer. Was willst du denn einmal werden? Also ich will im Hotel arbeiten oder vielleicht werde ich noch eine Universität auf, ich weiß nicht, Management-Universität machen. Das weiß ich noch nicht jetzt. Willst du dann in der Slowakei arbeiten? Oder? Nein, in Österreich. Warum? Also, die Frage ist Geld. Für manchen alten Pressbürger ist die Reise Nostalgie. Erinnerungen werden wach. An Zeiten, da es nichts Besonderes war, in die nahe, nur 60 Kilometer entfernte Großstadt zu fahren. Welche Gefühle haben Sie, wenn Sie so nach Wien fahren? Ist das für Sie, hat sich das normalisiert oder? Noch nicht ganz. Da würde ich Ihnen Folgendes sagen, dass jetzt, dass ich im Zug sitze nach Wien, das war seit genau 4 oder 55 Jahre lang nicht. Und wirklich nach 55 Jahren wieder hier zu sitzen und nach Wien zu fahren mit der Bahn, es ist ein sehr merkwürdiges und ein bisschen aufregendes Gefühl. Wien war damals für uns kein Ausland. Man hat das nicht gefühlt, ich meine in erster Linie für uns Pressburger. Es war kein Ausland, man ist in die Großstadt gefahren, wie wenn es tatsächlich zu Pressburg gehört hätte. Deshalb hat man damals immer gesagt, wissen Sie, dass Pressburg ist eigentlich die Vorstadt von Wien. Und man ist regelmäßig in das Theater gefahren, aber das hat uns nicht genügt. Mein Gott, jetzt muss ich eigentlich noch zurückkommen, aber das war schon sehr, sehr lange her. Dann werden Sie gleich wissen, wie alt ich bin, wenn ich Ihnen das sage. Zum Beispiel der erste Sprechfilm, wissen Sie, wo nicht nur Musik war, sondern auch schon gesprochen wurde, hat man in Wien gegeben, doch nicht bei uns. Natürlich, da sind wir doch alle hinaufgefahren und nicht einmal, manchmal auch zweimal die Woche. Ankunft am Ostbahnhof in Wien. Wir begleiten Frau Katharina Löfflerowa bei einem Schaufensterbummel durch die Wiener Innenstadt. Ach, mein Gott. Das ist eine gottvolle Arbeit. Wunderschön. Sehr, 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 sehr schön. Das ist wirklich wunderbar.
Wunderschön. Sehr, sehr schön. Es ist unerhört angenehm, ein bisschen so in der Stadt zu schlendern. So, stellen Sie sich vor, ich schlendere jetzt sorglos. Und sorglos zu schlendern in Wien, das ist, also vor einigen Jahren wäre das so ein Traum gewesen. Und also das ist wieder sehr schön, dass das möglich ist. Kleiner Grenzverkehr. Die Pressburger schauen und die Wiener. Für eine Vitrine. Ich denke, ob sowas bin heute sehr. Und man macht sich so seine Gedanken. Warum man selbst zu viel hat und die anderen nichts. Jeder muss arbeiten und das, damit er zu was kommt. Und die glauben halt, uns fliegen die Daumen nicht so rein. Wer ist denn schuld, glauben Sie, oder was ist schuld, dass Ihnen so schlecht geht? Ich weiß nicht, was da, also was ich kenne, die trinken gern. Das kostet alles Geld, ne? Aber wenn wir denken würden, brauchen wir auch mehr Geld, können wir sich auch nichts anderes leisten. Sind wir sehr ehrlich. Bei uns fliegt es auch nicht einer. In den letzten zwei Jahren haben viele Menschen in der neuen Tschechoslowakei ihre Arbeit verloren. Große gesellschaftliche Umwälzungen haben ihren bitteren Preis. Auch der Bauingenieur Stefan Hetjani ist davon betroffen. Ich bin seit kurzem arbeitslos. Noch ist es auszuhalten. Aber wenn ich in zwei Monaten auch noch ohne Arbeit bin, dann wird es schlimm sein. Ich habe drei Kinder. Meine Frau hat Gott sei Dank noch Arbeit. Aber ihre Arbeit ist auch nicht sicher. Und was dann sein wird, weiß ich nicht. Es sind einfach zu viele Änderungen gekommen. Man kann sich nur schwer daran gewöhnen. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, der Lebensstandard ist sehr gesunken im Vergleich zu früher. Wie soll ich zu Geld kommen? Soll ich stehlen? Wäre ich Kommunist oder Funktionär gewesen, hätte ich heute Geld. Aber ich war kein Kommunist und daher habe ich kein Geld. Wichtig ist, dass die Kinder gesund sind und die Familie in Ordnung ist. Hoffentlich wird es den Kindern einmal besser gehen als uns. Ein paar Jahre werden wir noch leiden, aber unseren Kindern wird es eines Tages besser gehen. Welche Gefühle haben Sie als Vater, ohne Arbeit zu sein? Das ist noch etwas sehr Neues. Wenn dies noch lange dauert, weiß ich nicht, was ich tun soll. Bevor ich ohne Arbeit bin, gehe ich lieber als Straßenkehrer. Denn nur zu Hause sitzen, das halte ich nicht aus. Obwohl ich inzwischen kochen gelernt habe und alle Hausarbeiten mache. Außer Wäsche waschen. Wie fühlen Sie sich als Mann, wenn Sie Hausarbeiten machen? Das ist eigentlich recht angenehm, außer Bügeln und Waschen, das mag ich nicht. Und außerdem gehören das Bügeleisen und die Waschmaschine meiner Frau.
Damit kann ich nicht umgehen. Die will ich nicht ruinieren, daher greife ich sie lieber nicht an. Über die Öffnung der Grenze? Ja, aber ich bin vorher auch immer weggefahren. Ich bin eine Pensionistin, die ständig auf Reisen ist. Die Österreicher sind in jedem Land sehr, sehr beliebt. Sind Österreicher tolerant, Ihrer Meinung nach? Zumindest die Regierung ist sehr tolerant bei anderen. Toleranter bei den Ausländern wie fast bei den Österreichern. Ja, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe nichts gegen Ausländer, die arbeiten. Aber man müsste von Haus zu Haus gehen und jeden Ausländer, der nicht und noch nie gearbeitet hat, nach Haus schicken. Weil das kostet uns zu viel Geld. Also insofern wäre es doch besser gewesen, wenn die Grenzen ein bisschen mehr verschlossen gewesen wären. Nein, mehr Kontrolle. Es müsste ausgesiebt werden. Na, hoffentlich erreicht er noch den Zug nach Wien. Fritz Weichselbaum auf dem Weg zurück nach Wien. Ich war deswegen heute in Bratislava. Ich habe eine Frau gestern angerufen von der Fundgrube aus. Ne? Ich suche eine Frau. Und da ist die Telefonnummer drinnen gewesen. Und sie hat gesagt, sie kommt um 12. Nicht? Da treffen wir sie da am Bahnhof. Ne? Sie ist natürlich nicht gekommen. Nicht? Da bin ich mit Hand auf Deutsch gesagt, auch gerannt. Ne? Und dann, ja, jetzt war ich umsonst, das war die Blume gewesen für ihr. Ne? Und dann, was mir dann passiert ist, am Samstag vor einer Woche lernte ich eine Frau kennen im Bazar. Ne? Ja. Ne? Fahre ich auf Ternitz, am Sonntag störe ich mich vor, hat gesagt, ja, ich kann am Montag bei ihr einziehen. Fahre ich auf Ternitz, ja, mit meinen ganzen Sachen, mit dem Taxi. Zwei Tage bei ihr und am Mittwoch sagt sie, ich muss ausziehen. Hab schon mit ihr geschlafen, alles. Ja? Das war in der Netz. Warum muss ich gehen? Sie hat sechs Kinder, die wollten mich nicht, weil ich tätowiert bin. Jetzt habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Jetzt haut sie mir das raus. Wohin? Ich brauche da 20 Jahre und 4 Monate Gefängnis hinter mir. Ne? Und ich bin immer freiwillig einsperren lassen, weil ich nie ein Quartier gehabt habe. Ich suche dringend eine Frau. Keine Frau gibt mir bis jetzt eine Chance. Ich war einmal verheiratet, ja. Den Ring trage ich zwar noch immer um, aber ich bin geschieden, weil die Frau hat mich mit einem Türken betrogen. Ich habe es selber gesehen. Natürlich habe ich durchgetragen und habe den Türken schwer verletzt. Ne? Und kriege ein Jahr. Habe ich ihr nichts getan, der Frau. Kriege ein Jahr. Ne? Ich habe mich auch an den Bazar gewendet. Ich bin schon dreimal im Bazar drin gestanden. Es sind zwar 11 Frauen gekommen, ja, aber wie sie meine Tätowierungen gesehen haben, haben sie gesagt, nein, danke. Ich verstehe das nicht. Und die Frauen, wenn ich so schaue, da rennen in Wien um und um Männer, die was tätowiert sind, sauft das wir, die schönsten Frauen. Und die, wo sie keinen Alkohol trinke, ich habe kein Glück. Wie mir die Frau rausgeschmissen hat, in der Netz, ob sie es glauben oder nicht, ich habe gewarnt wie ein kleiner Bub momentan.
Das hat mir wehtan. Ich bin nicht schlecht. Nur weil ich eingesperrt war. Ich hab noch keinen umgebracht, nicht, gell? Aber Herr Alfred gibt die Hoffnung nicht auf. Ich schreibe trotzdem weiter, morgen ist ja Samstag, ne? So kaufen wir wieder Zeitung, ich schreibe so lange, bis ich jemand, eine Frau findet, die was bereit ist, aber wissen Sie, das ist halt schwer, ne? Deswegen meine Hände, ich traue mir das gar nicht mehr in meinen Brief reinschauen, ich bin tätowiert, weil einmal bin ich in der Zeitung gestanden, voll, habe ich mich eindrucken lassen im Bazar, bin tätowiert, vorbestraft, ne? Und kein einziger Anruf oder ein Brief kommen, nichts, ne? Das muss man halt verschweigen. Dann kommt aber ein Brief und dann auf einmal sehen Sie, das ist schon wieder aus, ne? Die hat in der jetzt auch gesagt, sie gibt mir nicht mehr her, lässt mich nicht mehr los, hat geschlafen mit mir, hat mich die ganze Nacht gehalten, auch so, bin mit meinem Kopf auf ihren Arm gelegen drauf, die ganze Nacht, und wenn mich ein bisschen abdeckt gehabt hat, hat sie mich zugedeckt bis da raufgelegen. Ne? Dann haben wir gedacht, na, das ist super, die Frau, die hält, ja. Auf einmal muss ich gehen, halt, das hat weh, das war jetzt den Mittwoch, ne? Das hat schon weh da. Ne? Und jetzt bin ich halt verzweifelt, glauben Sie mir das, ich bin verzweifelt. Ich finde kein Glück, mir tut das weh. Ich fange vielleicht zum Wahn an. Ich finde keine Frau nicht. Ich möchte so gerne eine Frau. Weil sonst bin ich im Gefängnis. Ich spüre es. Es dauert nicht mehr lang. Im 39er Jahr, da haben wir unsere grüne Hochzeit gehabt. Da sind wir per Fahrrad von Pressburg über Wien und nach Mariazell gefahren. Das war wirklich schön, über den Annenberg und so, schön, St. Pölten. Oh ja, herzig war sie, herzig war sie, herzig. Das ist eine kleine Molette. Ui, das ist auch ein Ui, das ist sehr steil. Ankunft des Alt-Pressburger Ehepaars Rumpf. Ihre Sehnsucht galt immer dem alten K&K Wien. Was ist? Zum Marsch? Was willst du? Schilling. Schilling? Von wo? Ich habe selber nicht einmal einen Schilling. Ich bin von Ausland gekommen. Schilling. Den Schilling haben wir keine. Kunsthistorisches Museum ist das da hier. Na so was. Schauen die Enkel dort, hört das? Kaiser Franz Josef. Ja, von Kaiser Franz Josef ist dort noch. Wo? Da oben steht es. Aha, ja. Kaiser Franz Josef. Ja, das ist auch ein Jahrzehnt, aber da sieht man nur drei Buchstaben. Ja. MD-1500. Haben wir wieder etwas gesehen, was wir schon lange nicht gesehen haben. Höchstens im Fernsehen. Ich bin arbeitslos. Oje, seit wann denn? Seit 5 Jahren. Wieso? Na, ich war bei der Gemeinde Wien, bin aber in die Gemeinde nie reingekommen. Alle anderen. Ich war mit 40 ist jetzt aus. Wenn Sie schauen, sehen Sie heute auf der Straße noch einen Österreicher Straßenkern. Streitet sie heute öfters als früher? Nein, eigentlich nicht. Kann man eigentlich nicht sagen, wir haben uns früher gestritten und wir streiten heute genauso. Doch. Ich glaube, das gehört zu einer Gemeinschaft. Und da bin ich mehr streitsüchtiger, möchte ich sagen. Ich verrage nämlich überhaupt mit niemandem. Mit einer Einzel gegen mir, man kann keine Freunde oder Bekannte, das gibt es bei mir nicht. Ich habe niemanden drauf. Und wieso so ist es am besten. Ich bin so ein Mensch. Ich mag auch niemanden. Ich mag keine Menschen nicht. Tiere, ja, aber keine Menschen nicht. Wenn ich ehrlich, was man denkt, das sage ich. Das ist ja der Heide auch, der sagt, denkt sich, ah, was er denkt, das sagt er. Ja? Und darum wollen sie ihm nicht. Und wollen ihm nur, wenn der nicht wer national denkt. Ja? Hab ich recht? Und wieso vertragen sie sich nicht mit den Leuten? Ja, ich will niemanden so besonders. Nein, man sagt, der Löwe
ein Sternbild, ist herrschsüchtig. Das liegt aber mir. Bei mir ist nur das Geld und ich möchte nicht mehr Macht haben. Das gebe ich ehrlich zu und das möchte ich haben. Leben, ja. Aber in Wien bin ich auch nicht weitergekommen. Hm? Also Sie wollen Geld und Macht? Ja, das wollen wir immer schon mal. Ja. Warum? Weil ich so ein Mensch bin. Und haben Sie Glück gehabt? Haben Sie Geld und Macht? Geld, das wird schon hoffentlich. Ich bin ja immer abgesichert von meinen Eltern. Da habe ich eh genug. Und jetzt einstweilen. Und wie ist das mit der Macht? Und da kommt man nicht weiter. Zumindest kann man gewöhnlich nicht, ne? Was würden Sie denn machen, wenn Sie Macht hätten? Zum Angesendern. Was zum Beispiel? Was Sie sagen? Zum Angesendern. Mehr sage ich nicht. Was passt Ihnen denn nicht? Was würden Sie denn gern geändert haben? Die ganzen Ausländer aussehen, weil ich das mal schauen. Nicht alle. Ich hätte nur wahrscheinlich Türken und die raus. Ne? Chinesen und die können nicht da bleiben, weil die haben doch Geschäfte und alles. Ne? Herr Kommerzialrat Alfred Nagel, auf der Reise in die slowakische Hauptstadt, 1917 in Pressburg geboren, 1945 als Volksdeutscher aus der Tschechoslowakei vertrieben. 38 war ein riesiger Wirbel, für mich etwas peinlich, weil ich ehrlich gesagt zu allen Nationen guten Kontakt hatte. Und auch besonders, was auch die jüdische Gemeinde betraf, die in der Venturgasse im Herzen der Altstadt überall dominierend waren. Jedes Geschäft war fast von einem jüdischen Inhaber. Natürlich haben wir mit Buben gespielt und das hat uns überhaupt nicht tangiert. Das war eine ausgesprochen peinliche Sache. Herr Kommerzialrat Nagel hat in Wien eine zweite Heimat gefunden. Doch die Beziehung zu seiner Geburtsstadt brach nie ab. Da war ich vor einem halben Jahr mit meinem Sohn unten Geschäftsgründen. Und wir stehen vor meinem Geburtshaus in der Venturgasse 11. Jetzt heißt das Jiraschkova. Und er schaut und sagt, Papa, du musst kaufen. Ich habe tatsächlich Informationen eingezogen. Es ist nicht möglich, weil das steht alles unter Denkmalschutz. Die ganze innere Stadt steht unter Denkmalschutz. Und ich habe meinem Sohn gesagt, du vergiss das. Unser Hausherr war Jude und der ist garantiert nach Amerika mit seinen Söhnen ausgewandert. Der meldet sich bestimmt. Nicht? Und darum werden sie das Haus jetzt nicht ohne weiteres hergeben können, solange ein verbriefter Besitzer da ist. Nicht? Das Haus in der Jiraschkova. Hier wohnten bis 1938 Deutsche, Ungarn, Slowaken und Juden. 1942 begannen die Massendeportationen. Seit damals hat keiner mehr im Haus etwas vom jüdischen Hausherrn gehört. Dieses Haus hätte ich natürlich sehr gerne erworben. Die größte Freude hätte ich natürlich, wenn unser ehemaliger Hausherr wieder zurückkäme. Letztes Mal habe ich ihn gesehen, 1944. Dann sind sie weggezogen. Zum Glück, muss ich heute sagen, vor den nachherigen fürchterlichen Ereignissen. Also ich glaube, ich werde mit Herzen dabei sein, es zu restaurieren. Und es dürfte gar nicht so schlimm sein, wie ich das vorher gesehen habe. Das lässt sich machen. Ich würde mir sofort Partnerschaft antragen. Warum soll man es? Verstehen Sie, was ich meine? Das wäre ein Weg, es für beide zu ermöglichen, außer es ist steinreich. Dann ist nichts. Auf
der Rückfahrt nach Wien treffen wir wieder Herrn Schmidt, der so gerne nach Pressburg fährt, weil ihn diese Stadt an seine Kindheit erinnert. Warum erinnert sie Pressburg an ihre Kindheit? Weil da keine Juschen sind. Zum Beispiel sicher tut keinen einzigen Neger oder schwarzen Zeitung verkaufen. Es gibt schon Zeitungsverkäufer, na, das sind die Einheimischen. Na, so gehört's ja. Na ja, eine Negerin habe ich heute gesehen, auf das kommt's ja nicht an. Es kommt, mir geht's ja nicht um Leute, die da sind, Fremde, sondern die da bleiben, sich da einnisten und nicht als Gäste benehmen. Und das haben wir haufenweise in Wien. Oder wollen Sie das anstreiben? Nein, also kennen Sie keine Tschuschen? Hört's, was soll man mit einer machen? Wir brauchen Arbeitskräfte. Und es war immer vereinbar, wer kommt, da arbeiten will, kriegt eine Arbeitsbewilligung. Na und gut. Die haben ja was anderes gemacht. Übrigens, solche gibt's immer noch. Ich habe ja nichts dagegen gegen solche. Aber was haben die gemacht? Die sind da gewesen, dann haben sie gesagt, ja, laut Menschenrechte dürfen wir unsere Familie herbringen. Patsch! Kommt ein ganzer Laden voller Geschrocken, die schicken sie in die Schule, der Geschrocken kann nicht einmal Deutsch. Übrigens könnten sie auch nicht beim Orf nachforschen oder aufzeigen, von wo das Wort Tschusch kommt. Also ist nicht ein absolut abwertender Begriff, das ist was Ostisches, wissen Sie, fremdländisch, ein bisschen verwahrlost, vielleicht ein bisschen primitiv, aber von vornherein nicht unbedingt beleidigend. Aber natürlich, wie sie die aufführen, das ist natürlich nicht fein. Und dann sagt der Orf, wir sind ausländerfeindlich. Verleumden, das ist nichts Neues bei euch. Kenn ich schon. Ja, gefreut sich schon, was alles rausschneiden wird. Wird er dich zusammengestoppt, dass ich der Supernazi bin. Und sonst nur schlecht. Und der Orf ist so gut. Übrigens, warum soll ich ein Nazi sein? Erklären Sie mir das einmal. Ich sage nicht, dass ich ein Nazi bin. Sie sagen das. Nein, ich sage die ganze Zeit, ich bin keiner, ich fühle mich nicht als Nazi. Ich habe mich mit der Ideologie beschäftigt. Ich bin zur Überzeugung gekommen, etliches, nicht alles, stimmt. Und stimmt zwar deshalb, weil es mit den Naturgesetzen zusammenpasst. Was aber für Naturgesetze sind das? Ja, ein Naturgesetz ist zum Beispiel, ich werde Eigenschaften haben, was meine Eltern und Großeltern auch schon gehabt haben. Das ist ein Naturgesetz. Und das heißt, alle Menschen sind daher nicht gleich, weil sie nicht gleich sein können. Na, wollen Sie vielleicht behaupten, das wird allgemein zugeben? Wer das behauptet, was ich jetzt gerade gesagt habe, na, das ist immer Nazi. Na, sehen Sie, das ist Ihre Logik, die Primitivlogik. Die Eins und Eins ist zwei, naja, alle Menschen sind gleich. Nein, stimmt nicht. Und was folgt daraus, dass nicht alle Menschen gleich sind? Na, dass gewisse Leute nicht nach Österreich kehren. Also keine Rassenmischung? Nein, absolut nicht. Das machen Sie nämlich auch nicht. Ein Jude ist nur der, der eine jüdische Mutter hat. Wissen Sie das nicht? Aha, wo ist denn da die Rassenmischung? Der Jude ist nicht deppert. Rassenmischung sollen die anderen machen. Die sollen deppert sein. Wir sind gescheit. Wir mischen uns nicht. Sag, und Juden, mögen Sie die? Oder nein, die mag ich gar nicht. Weil schauen Sie, jeder Jude hat zusätzlich die israelische Staatsbürgerschaft. Na, hören Sie, ich frage Sie, was ist das für ein Mensch, der zwei Heimat sozusagen hat? Ich meine, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das im Gefühlsleben funktioniert. Ich habe eine Heimat und daher eben nur eine, weil das kann man nur eine haben, so wie man eine Mutter hat. Nicht? Das verstehe ich nicht. Die dann so, wie wenn sie immer schon da gewesen waren, kehren daher, wahrscheinlich sagt derselbe Jude woanders, ja, dort kehrt er auch hin. Also der hat gleich mehrere Heimat. Der andere hat eben nicht zwei, der hat eben nur einen. Die anderen sind auch nicht vergast worden. Ja, wissen Sie, was ich Ihnen als Techniker sage, immer mit der Frage beschäftigt. Es dreht sich ja nicht um Einzelgaskammern, die gibt es in Amerika, es dreht sich um Massengaskammern. Diese Massengaskammern sind technisch bis heute nicht möglich. Es sind massenhaft Leute umgebracht worden, das hat noch nie wer angestritten. Noch nie wer, aber das mit den Massengaskammern zwecks Tötung von Menschen. Ist eine jüdische Erfindung. Vielleicht hat es ein anderer erfunden. Jedenfalls von euch wird es immer wieder erzählt. Schluss. Es reicht. Es ist genug. Puh.
die Zeit vor dem Krieg, die war schön. Ja, die erste Tschechoslowakische Republik war ein schöner Staat mit Demokratie, Toleranz. Ja, und da ich ein geborener Jude bin, ja, so waren die Zeiten damals sehr schön. Dann kam das Jahr 1938 und man hat uns verschleppt ins Konzentrationslager. Im Konzentrationslager hat Herr Sololensky von Beruf Operettensänger eine seltsame Begegnung mit einem Wiener. Dort kam ein SS-Mann, ein Scharführer, Oberscharführer, und wie er gehört habe, dass ich spreche Deutsch, ja, und dass ich Sänger bin, hat er gefragt, ob ich österreichische Lieder singe. Na, habe ich gesagt, also etwas doch. Es ist zwar ein jüdisches Lied, und dass ich habe, also, hat er gesagt, sing. Habe ich gesungen. Können Sie das noch? Ja. Ich bin nur ein polnischer Jude mit meiner Fiedel. Verdien ich mir mein Stückelbrot, mein Reichtum ist meine Fiedel. Mein ganzes Glück ist auf den Wangen meiner Esther bissel rot. Und das hat der SS-Mann so gern gehört? Ja, er hat zugehört, dann hat er mir gesagt, dass ob ich Wiener Lieder nicht singe. Und dann hat er mich gelernt, ja, Wien, Wien, nur du allein. Du sollst die Stadt meiner Träume sein. Und seine Spezialität war, dass er hat einen Boxhandschuh immer in der Früh auf der rechten Hand gehabt, und wie jemand neben ihm kam, hat er geboxt. Ja, ich habe sogar auch bekommen manchmal von ihm. Das war die Spezialität. Seine Familie hat Herr Sololensky nie mehr wiedergesehen. Glücklich und selig bin, ist wie